Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 5 Minuten sind wir hier unter uns im Radio und dann schaltet sich das WDR Fernsehen auch dazu. Freie Themennacht, Telefonnummer wie immer 0800 220 5050, Faxnummer wie immer 0800 220 5051, E-Mail-Adresse wie immer domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Frage geht auch jetzt gleich an Steffi und die ist 22. Hallo Domian. Hallo Steffi. Guten Abend. Bei mir geht's um die Beziehung zwischen meinem Freund und mir. Ja? Wie lange seid ihr zusammen? Über 2 Jahre. Ja? Und wo hakt es da? Dass wir uns immer wegen Lappalien streiten. Warum tut ihr das? Das ist eine gute Frage. Wenn ich das wüsste, ich glaube, dann wäre das nicht das Problem. Doch, wenn man das lösen kann, dann löst man auch das Problem. Ja. Also es sind wirklich immer Lappalien. Ja, es sind Lappalien. Zum Beispiel, er bildet sich am Abend ein, dass er mich jetzt gerne sehen würde, ruft mich an oder schickt mir eine SMS, ob ich Zeit habe. Und letzte Woche war es halt der Fall, dass ich keine Zeit hatte, habe ich zurückgeschrieben, nee, tut mir leid, ich gehe mit meinem Bruder heute Abend was trinken. Ja. Und dann war er halt wirklich stocksauer, dass ich meinen Bruder ihn jetzt vorziehe. Ja, noch ein Mal. Ja. Ja. Und ich habe ihm auch klipp und klar gesagt, ich habe das schon mit meinem Bruder 3 Tage vorher ausgemacht, dass wir an diesem Abend was zusammen machen. Und da war er dann wirklich stocksauer. Noch ein anderes Beispiel. Ja, dass ich auch mal am Abend vielleicht meine Ruhe möchte. Dass ich nicht, wenn er meint, ich müsste jetzt zu ihm kommen oder er möchte jetzt zu mir kommen, dass ich sage, du, heute Abend passt es mir nicht. Kommt das auch vor, dass ihr deshalb in Konflikt geratet? Ja, dann denkt er, bei mir sind andere Leute. Oder er meint, ich gehe jetzt fremd an dem Abend. Also Misstrauen. Ja, genau, Misstrauen. Das kam auch schon vor. Jetzt höre ich ja nur, dass er immer rummeckert und nörgelt. Nörgelst du auch schon mal rum? Nee, ehrlich gesagt nicht, weil mir das zu blöd ist, weil ich mich eigentlich nicht auf sein Niveau herabsetzen will. Oh, das klingt aber schon hart. Ja. Ist das erst so in der letzten Zeit? Oder war das von Anfang an so? Das war eigentlich schon von Anfang an so. Es ist halt immer schlimmer geworden. Es wird schon schlimmer. Hm. Ja, ansonsten würdest du aber sagen, wir lieben uns schon sehr. Ja, genau. Im Bett geht's auch gut? Ja, ja. Drum ist es ja, glaube ich, eine Sache, warum ich das Ganze akzeptiere, dass er sich, oder was heißt akzeptieren nicht, aber drum mache ich das Ganze ja mit, dass er sich so aufführt. Hast du denn dich mal bemüht und ihm gesagt, pass mal auf, eigentlich ist es doch lächerlich, dass wir uns im Prinzip wegen solcher Kleinigkeiten streiten? Hast du das Gespräch gesucht? Selbstverständlich öfters. Nutzt nichts. Mit ihm kann man, und also wenn man beieinander ist, halt nicht so reden. Am besten kann man mit ihm per SMS diskutieren. Ja, na klasse. Das heißt, der schreibt wirklich 10.000 SMS am Abend. Mhm. Wie albern. Ja, genau, wie albern. Ja, wie bloß, albern. Dass wir beide eine hohe Telefonrechnung haben. Ja, genau, das kommt auch hinzu. Steffi. Dich nervt das ja, ne? Dich belastet das auch. Richtig, genau. Mhm. Könntest du ihn bewegen, dass ihr mal oder zweimal oder dreimal zu einer Paarberatung geht? Nee. Das glaube ich nicht. Ah, das wäre das Beste. Wenn da jemand Unbeteiligtes dabei wäre, Neutrales, und der einfach mal so ein bisschen vermittelt zwischen euch. Vielleicht sind da nur so ein paar Knoten zu lösen, und dann wäre es wieder eingerenkt, das Ganze. Ja, ich bin eher so weit, dass ich das die Beziehung beende. Ich war auch schon öfters kurz davor und der hat es dann gemerkt und hat halt dann immer wieder, sag ich es mal ganz krass, zum Schleimen angefangen. Ja, Moment, also wenn du so drauf bist und du das so ernst siehst, dann sag ihm das. Dann sag, pass auf, es steht mir wirklich bis hier, so habe ich es gerade gar nicht verstanden, dass es dir so ernst ist. Wenn du uns auch eine Chance geben willst, wenn dir was dran gelegen ist, dann geh mit mir zu einer Beratung. Ich bin dazu bereit. Ich, Steffi, will es. Komm bitte mit und signalisiere, dass du auch bereit bist, was in die Waagschale zu werfen. Also wenn du, das finde ich, dann kannst du ja auch wirklich jetzt so hart auffahren.
wenn du schon an Schluss machen denkst. Ja, was anderes fällt mir ehrlich gesagt ja, nicht ein, weil... aber das wäre ja die Lösung, das zumindest nochmal so zu versuchen. Man wirft ja auch nicht einfach sowas weg, was einen Wert hat, was schön ist, wichtig ist. Stimmt, ja. Ich würde vorschlagen, dass ihr das mal versucht, Steffi, dass du das auch angehst. Wenn wenn er sich dann permanent auch gegen wehrt und weigert, na gut, dann, aber es war dann zumindest ein Versuch. Okay. Okay? Mhm. Alles Gute und toi, toi, toi. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt haben wir noch ein paar Sekunden, bis das Fernsehen kommt. Und die paar Sekunden, da läuft schon der Fernsehvorspann. Dann sage ich euch währenddessen, dass wir morgen ein Thema haben. Das Thema morgen heißt die größte Lüge zwischen mir und meinem Partner. Ja, das ist das Thema morgen. Und wenn der Vorspann im Fernsehen jetzt gleich abgelaufen ist, dann begrüße ich die Fernsehzuschauer und dann machen wir einfach ganz keck weiter, wie wir angefangen haben. 0800 220 50 50. So. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich auch die Fernsehzuschauer. Wir haben ein bisschen Verspätung im Fernsehen. Ich bitte das zu entschuldigen, aber nun sind wir da. Ihr seid auch da, darüber freue ich mich. Und wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, plaudern wollt, diskutieren wollt, streiten wollt oder einfach nur erzählen wollt, dann ruft an 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Und der nächste Anrufer und die nächste Anruferin, das ist die Sarah. Und Sarah ist 22 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, hallo Jürgen. Hallo Sarah. Guten Abend. Dein Thema. Ja, ich arbeite als Prostituierte. Ja. Und weiß nicht, oder würde es eigentlich gerne meinen Eltern sagen, die davon nichts wissen. Ja. Weiß nicht, ob ich sagen soll. Und wenn ja, wie? Wie ist es? Ja. Wie lange arbeitest du denn schon als Prostituierte? 4 Jahre. 4 Jahre schon? Ja. Wie kam das eigentlich dazu damals? Hat sich so ergeben. Nee, sowas ergibt sich nicht irgendwie. Das, also hast du vorher eine Ausbildung gemacht, einen Schulabschluss? Schule halt und dann mal hier gejobbt und mal da gejobbt. Und das war eigentlich alles nicht so das Richtige für mich. Und dann aufgrund eines Zeitungsinserats bin ich dann da so reingerutscht. Achso, das heißt, du bist wirklich auch dann selbst aktiv geworden. Du hast es gelesen und hast dich dann gemeldet auf einen Zeitungs. Genau, ja. Und arbeitest du auf der Straße oder in einem Bordell? Nee, in so einer privaten Wohnung. In einer privaten Wohnung? Und da gibt es einen Chef oder eine Chefin? Ja, es gibt halt denjenigen, dem die Wohnung gehört, der vermietet uns die Zimmer. Ja. Und wir zahlen unsere Miete da am Tag und... Achso, das wird ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es ist. Das heißt, du bist quasi deine eigenständige Unternehmerin. Du zahlst ausschließlich die Miete. Ja. Und alles andere kannst du für dich behalten. Genau. So. Und das ist auch das nächste Problem. Wenn ich jetzt mit meinen Eltern telefoniere, die wohnen Gott sei Dank recht weit weg, dann ich kann nicht drüber reden, ich habe mir ein neues Auto gekauft oder ich fliege in Urlaub oder ich habe mir dies oder jenes geleistet, weil dann, wie soll ich es erklären? Nun haben wir ja alle immer so verschwommene Vorstellungen. Ich auch. Ich höre manchmal das, ich höre manchmal jenes, dass Prostituierte unter Umständen eine ganze Menge Kohle machen können. Ja. Das frage ich die indiskrete Frage, du musst sie nicht beantworten, aber du kannst ja trotzdem fragen, was so im Monat ungefähr rumkommt, wie viel Euro? Ja, so 10.000, 15.000. Das sind natürlich eine Stange Geld, ne? Mhm. Verprasst du das alles oder legst du auch ein bisschen an und denkst an die Zeit danach? Ja, mache ich. Das machst du schon? Also ich führe ein schönes Leben und leiste mir einiges, aber ich habe schon auch mein Polster für später mal. Ja, wie lange willst du es noch machen? Ja, schon ein paar Jahre. Das ist kein Thema im Moment. Du bist ja jung noch und du sagst, der Job, das ist okay für mich und ich mache das auch weiter so. So, wer weiß denn davon überhaupt so aus deiner... Jeder, außer meine Eltern. Ach, jeder außer den Eltern? Ja. Also auch irgendwie Freunde und... Alle, ja. Und du hast keine Sorge gehabt in den 4 Jahren, dass das irgendwie durchsickert hin zu den Eltern? Ja, die wohnen, wie gesagt, Gott sei Dank weit weg. Dennoch kann es ja passieren. Ich hoffe auch immer so ein bisschen drauf, weil dann hätte ich das Problem nicht mehr, sage ich's oder nicht, weil wenn es mal rauskommt, dann... Hast du einen Freund? Ja, dem gehört der Laden, wo ich arbeite. Ach, dem gehört der Laden, achso, wie praktisch. Das ist das nächste Problem. Gut, das, da kommen wir gleich mal kurz auch noch zu. Okay. Aus was im Elternhaus kommst du? Was sind die Eltern? Sind das so sehr reiche, großbürgerliche Leute oder einfache Leute? Die haben ihr Leben lang hart arbeiten müssen. Ja. Und haben sich dann vor ein paar Jahren entschlossen, dass sie weiter wegziehen, weil es ihnen hier nicht mehr so gefallen hat. Mhm. Ja, ich sag mal normale Menschen eigentlich. Ja.
Du kennst sie sehr gut. Wie schätzt du es denn ein, wenn sie das erfahren? Ich weiß es nicht. Doch, so ungefähr kann man es einschätzen. Nein, ich weiß es nicht. Doch, so ungefähr kann man es einschätzen. Also das größte Problem ist halt, meine Schwester sagt immer, ich soll nichts sagen, weil sie denkt, unsere Mutter würde sich dann fürchterliche Vorwürfe machen. Mhm. Wie viele weil sie denkt, ja, unsere Mutter würde dann denken, ja, jetzt sind wir ausgewandert und die Kinder sind hier abgestürzt und Christiane F. vom Bahnhof Zoo und Drogen und Zuhälter. Ja. Das Problem ist halt, man könnte meiner Mutter wahrscheinlich den Unterschied schwer erklären. Ja. So wie ich jetzt arbeite und was halt viele Menschen, die keine Ahnung haben, von dem Leben im Kopf haben. Wie viele Geschwister hast du noch? Eine Schwester. Und die weiß, wie du gerade gesagt hast, Bescheid. Was, ja. was erzählst du denn deinen Eltern, wenn du mit ihnen telefonierst oder wenn ihr euch mal besucht, was du tust? Ja, das Problem ist, also ich erzähle immer irgendwas, also mal Verkäuferin oder Telefonistin oder keine Ahnung. Und die kriegen... Fällt mir ein. Das Problem ist nur, ich würde wahnsinnig gerne mit meinen Eltern viel öfter telefonieren. Ich vermeide das halt. Weil du immer in der Bredouille bist, dass du lügen musst. Ja, ich habe ein schlechtes Gewissen und ich kann eigentlich gar nicht lügen und will ich gar nicht, weil mir geht's ja gut. Und das ganze Leben ist ja auch so okay für mich. Du hast gerade gesagt, die sind ausgewandert. Wie weit sind sie denn weggewandert? Ja, weit weg. Sehr weit weg. Ja. Das heißt, die kriegen auch dann gar nicht so direkt deinen Lebenswandel mit... Nee. Das nicht. Wie oft kommen sie? Ja, sie kriegen halt nur mit, wenn ich sie mal besuche einmal im Jahr oder beim Telefonieren. Und dann sagen sie halt immer, ja, sie sind ganz erstaunt, wie erwachsen ich geworden bin und wie verantwortungsvoll. Und mit meinem Freund telefonieren sie oft und sagen halt auch zu ihm, ja, es ist super, weil er tut mir total gut, das merken die und er ist total lieb. Ich meine, wenn die wüssten, dass der einen Puff hat oder... Ja. Was gibt er vor zu tun bei deinen Eltern? Ich habe gesagt, er hat eine Bar. Er hat eine Bar. Ja. Komm, aber die Eltern kommen da sicher auch mal nach Deutschland, hier euch besuchen. Nee, die kommen nicht her. Ach, die kommen nicht her. Nee. Ah ja. Aber ich fliege jetzt dann demnächst mal wieder hin. Ja. Und dann nächstes Jahr möchte ich gerne mit ihm mal hin, dass sie ihn mal kennenlernen. Mhm. Sind die Eltern denn noch fit und gesund? Ja, ja, klar. Ja, also noch recht jung, ja. Die Mama kriegt keinen Herzanfall oder so, wenn du das erzählen würdest. Nee, ich hoffe nicht. Nee. Es ist halt mein Problem, ich weiß es nicht. Nein, aber wenn das wirklich... Ich würde gerne, weil die Eltern immer lügen und mir geht's ja gut und die merken auch, dass es mir gut geht. Ja. Das sagen die ja immer wieder. So, ich finde, das ist eigentlich eine gute Voraussetzung, eine gute Basis, so wie du das alles geschildert hast, dein ganzes Umfeld und die ganzen Voraussetzungen, dass du das wagen solltest. Ja. Und ich glaube, dass über kurz oder lang es sowieso passieren wird, weil du es willst. Wenn du schon sagst, ich hoffe ja, dass es vielleicht sogar mal durchsickert, wenn sie auch in Kanada oder weiß der Teufel wo wohnen, dass es durchsickert, dann mach es. Dann mach es. Ich glaube, diese Situation, immer mit der Lüge zu leben oder selbst die Eltern, obwohl man gerne mit den Eltern telefonieren würde, aber dann nicht telefoniert, weil man immer zu lügen muss, das ist bedrückend. Dann mach einen Strich unter dieses Kapitel deines Lebens. Sag's ihnen. Mach es aber nicht am Telefon, wenn es geht. Nee, das ist klar. Ne? Wenn du planst, sagst du planst, den zu fahren? Ja, demnächst jetzt. So, dann ist es doch, du bleibst auch ein bisschen länger? Ja, 14 Tage. Naja gut, da hat man ja Gelegenheit irgendwann... Ich hatte eher gedacht, so nächstes Jahr, wenn mein Freund mitfliegt, dann sollen die ihn erstmal persönlich kennenlernen, weil jetzt mögen sie ihn ja schon und denken, er ist ein guter Einfluss. Ja, aber gut, dann hast du wieder... Und wenn sie dann kennenlernen, so am letzten Tag, bevor wir fliegen, können wir doch die Wahrheit sagen. Nee, nicht am letzten Tag. Dann, das ist wirklich gemein, dann lässt du sie alleine damit. Dann schon lieber eher so im ersten Viertel. Das aber doch lieber dann, wenn er mit ist nächstes Jahr, oder? Aber dann hast du noch wieder ein Jahr zu lügen. Ja, aber dann habe ich ihn wenigstens da. Ja, aber du musst ihn alleine da. Ja, aber du kannst es doch alleine sagen. Du musst doch den Freund nicht gar nicht dabei haben. Was ja, aber dann würden sie wahrscheinlich wieder denken, so, keine Ahnung, Zuhälter zwingt mich und schlägt mich oder weiß ich nicht. Gut, klar, es wäre vielleicht optimaler, das wenn ist halt so schlimm. Ja, natürlich, es ist ja optimaler, aber letztendlich werden sie ihr Mädel kennen und die werden schon merken, ob du die Wahrheit sagst oder nicht die Wahrheit sagst und ob du da was verschönerst oder nicht verschönerst und beschönigst. Also ich würde dafür plädieren, dass du es jetzt beim nächsten Besuch sagst. Wie soll ich da anfangen? Ach, Sarah. Da wirst du schon Anfang finden. Du hast bei mir, das ging bei mir auch gerade zack, zack durch. Ja, das ist ja was anderes. Weiß ich. Aber dennoch wirst du, ich merke schon, dass du eigentlich eine selbstbewusste Frau bist, eine junge Frau bist. Das wird schon irgendwie klappen. Aha. Mhm. Du bist mit deinem Beruf völlig zufrieden. Ja, ja, klar, das ist alles super. Aber du hast gerade so einen Nebensatz gesagt, das ist das nächste Problem, dass mein Freund quasi mein Zuhälter ist. Obwohl, nein, ist er ja nicht. Ist er nicht. Ich würde gleich denken, so meine ich dann. Nein, ja genau. Nein, er ist der Vermieter der Wohnung, so muss man sagen. Ja, mein gut, dem gehört halt der Laden, wo ich arbeite. Klar, dass ich dann in dem Laden arbeite, dem mein Freund gehört und nicht irgendwie. Inwiefern ist das ein Problem?
Weil du gerade sagst, sie das dann gleich wieder falsch auffassen. Ach so, ich dachte, ihr beide hättet auch ein Problem untereinander. Nee, wir haben gar kein Problem. Aber lass mich trotzdem, das passt gar nicht direkt zu deinem Hauptthema. Ja, dich dennoch fragen. Ja, dem gehört der Laden oder der ist der Besitzer des Hauses oder wie auch immer. Und er weiß, dass du so und so viele Kunden am Tag hast und halt richtig als Hure arbeitest. Ja. Wie hat das eine Auswirkung auf eure Beziehung und auch auf eure Sexualität? Nee, gar nicht. Gar nicht. Das heißt, das sind zwei Beispiele. Ja, das ist immer das Problem. Alle Leute, die nicht in dem Leben leben, die haben da eine falsche Vorstellung davon. Ja. Das, was ich mit meinen Gästen mache, das ist nicht das, was man zu Hause macht. Hast du den Bock auf Sex abends noch mit deinem Freund? Ja, natürlich, weil das, was ich hier den ganzen Tag über mache, das ist kein Sex, das ist Geld verdienen. Ja. Ja, aber man überlegt sich das ja so als Außenstehender. Mensch, ja, ist mir schon klar, dass man da den Unterschied nicht so findet. Ja. Aber er ist nicht eifersüchtig, für ihn ist das auch zwei völlig getrennte Welten. Ja. Ja. Mhm. Ja, der ist in dem Leben auch schon lang genug, der weiß halt, es ist, ich sage ja, es ist kein Sex, was ich mit denen tagsüber hier mache, das ist Geld verdienen. Das Verhältnis ist aber wirklich so vertrauensvoll, dass wenn du sagen würdest, hier, ich möchte das nicht mehr machen, dann würde er dich auch nicht dazu zwingen, das zu machen. Nee, natürlich nicht. Nicht. Nee. Also alles im guten Bereich. Ja. Nur mit Mama und Papa nicht, ja. Also, ich sage, ich plädiere dafür, bei diesem Sommerurlaub oder Winterurlaub oder wohin das auch immer gehen mag, ich werde im Winter alleine und nächstes Jahr im Sommer mit ihm zusammen. Jetzt, wenn da du allein. Ich würde mich besser fühlen, wenn er dabei wäre. Kriegst du auch alleine. Ja? Ja, finde ich schon. Sag es bei diesem nächsten Besuch. Das ist ein Jahr weniger Lügen, das tut einem gut und der Seele verdammt auch gut. Okay? Ja, das auf jeden Fall, ja. Sarah. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Bis irgendwann mal. Mach weiter so. Tschüss. Du bist super, danke. Tschüss. 0800 220 5050. Telefonnummer, Faxnummer 0800 220 5051. Morgen haben wir eine Themennacht. Und morgen heißt unser Thema: die größte Lüge zwischen mir und meinem Partner. Und ich möchte gerne mit euch reden, die ihr verheiratet seid, eine Partnerschaft habt. Aber da ist irgendwas zwischen euch. Zwischen euch und dem Partner. Die größte Lüge. Vielleicht das größte Geheimnis, über das noch nie gesprochen wurde und ihr euch nicht traut, darüber zu sprechen. Jetzt haben wir hier Janine. Janine 22. Ja. Ist das richtig? Ja, hallo Domian. Hallo Janine. Um was geht's? Bei mir geht's um mein Aussehen. Und zwar ist es jetzt nicht im negativen Sinn, so wie es wohl den meisten Frauen geht, sondern bei mir ist es so, dass viele mich zu hübsch finden. Mensch. Es ist jetzt nicht so, dass ich das selbst von mir denke, also nicht, dass ich jetzt absolut arrogant wäre und täglich nur vorm Spiegel stehe, aber ich bekomme halt mit, dass ich eine enorme Ausstrahlung habe auf Männer. Haben wir schon mal telefoniert miteinander? Nein. Nee, ja, doch eben kurz. nein, eben auch nicht. Nein. Du hast mit mir heute noch gar nicht gesprochen. Ah. Das waren meine Mitarbeiter im Hintergrund. Ah, die Leute so denken mir, das bin ich schon. Nein, das bin ich aber nicht. Nee, die Stimme kommt mir irgendwie so bekannt vor. Aber egal, das ist dann wohl nicht der Fall. Nein. Die Stimmen ähneln sich. Mhm. Wobei ich sagen muss, das ist wirklich verrückt. In dem Moment, wo du gerade guten Abend sagtest, ne, habe ich gedacht, entweder macht sie Telefonsex oder sie sieht verdammt gut aus. Ich habe es wirklich gedacht. Ich weiß ja nicht, ich habe keine Informationen von meinen Mitarbeitern, um was es geht. Mhm. Also das ist männliche Intuition, weißt du? Ja. Also Janine, da wir ja kein Bildtelefon haben und keine Leitung zu dir nach Hause jetzt, keine Fernsehleitung und die Radiohörer dich sowieso nicht sehen können, beschreib dich doch mal. Ich bin ziemlich groß, also circa 1,80, ja, was für eine Frau eben schon recht hochgewachsen ist. Ja. Dann habe ich lange schwarze Haare und blaue Augen. Ja, und. Und so die Maße? Muss ich das jetzt alles angeben? Ja, weißt du warum? Weil ich möchte mir, also nicht aus juristischen Gründen, sondern ich will mir einfach ein Bild malen. Ich will einfach wissen, wie die Frau aussieht, um über das Thema, das du anbietest, auch ordentlich reden zu können. Ja, also ich weiß die Maße jetzt nicht genau. Also ich bin halt, wie gesagt, groß, schlank und ich habe halt doch Form. Ja. Mhm. Um es mal so auszudrücken. Ja. Also eine Frau, wo man wirklich hinguckt. Ja, wahrscheinlich. Ja. So, jetzt formulier das Problem nochmal, was du gerade am Anfang so schon gesagt hast. Ja, mein Problem ist es, dass ich von Frauen abgestoßen werde oder ausgegrenzt werde. Mhm. Und dass es bei Männern eben dann meistens nur um das Äußere geht. Mhm. Und ich komme damit nicht klar. Das fing an, als ich 15, 16 war und
krasse Beispiele sind zum Beispiel in der Schule. Die Mädchen haben mich, wie gesagt, ausgeschlossen, haben nicht mit mir geredet. Mhm. Ich war wohl für sie eine Rivalin. Ja. Und ich glaube, Frauen können so biestig sein, ne? Ja. Was das anbelangt. Das ist wahr. Also das einzigste schöne Erlebnis mit Frauen habe ich eigentlich auf der Arbeit. Ich arbeite in einem Friseursalon und dann da wirke ich dann wohl eher positiv auf Frauen, weil sie vielleicht denken, dass ich ihnen gute Ratschläge geben kann, sag ich mal, wenn es ihr Aussehen betrifft. Ja, das ist logisch, ja. Ja. Aber jetzt früher in der Schule, ich weiß, ich wurde immer ausgegrenzt, weil sie eben eifersüchtig auf mich waren. Ja. Und dann war es einmal, da hatten sie mich dann zu einer Party eingeladen und da wir ja eigentlich keinen Streit hatten, ich nur eben nie bei ihnen stand auf dem Schulhof, war ich dann auf diese Party eingeladen und habe mich dann gefreut und habe das irgendwie als Freundschaftsangebot gesehen. Und bin dann dorthin gegangen und sie waren am Anfang auch alle ganz nett. Das waren dann eben nur Frauen, das war so eine Art Pyjama-Party, die wir da gemacht haben. Und es gab dann halt viel zu trinken und ich hatte was getrunken und dann bin ich eingeschlafen und jetzt weiß ich, dass sie mich wohl nur abgefüllt haben. Ja, weil am nächsten Morgen hatte ich dann kaum mehr Haare auf dem Kopf. Ja, haben sie mir dann halt die Haare abgeschnitten. Und es sind halt, es ist halt krass. Das ist schon sehr bitter, ja. Ja. Hast du denn zumindest eine Freundin, eine gute Freundin? Oder nein. Gar keine Frauen, keine Verbindung zu Frauen? Nein, ich hatte einmal eine Freundin, aber dann sie hatte dann einen Freund. Und wir haben uns kennengelernt und dann hat sich der Freund in mich verliebt. Wofür ich aber nichts konnte. Ich habe ihn weder angemacht, noch ihm irgendwie Hoffnung gemacht. Und somit war die Freundschaft dann zwischen dir und der Freundin natürlich dann auch passé. Ja, wie sieht es aus? Hast du eine Beziehung im Moment? Nein. Nein. Hattest du mal eine etwas längere Beziehung? Ich hatte einmal eine Beziehung, jetzt seit ich älter bin, ich bin jetzt 22. Ja. Und die habe ich aber über Internet kennengelernt. Gerade weil man dort das Aussehen eben nicht als erstes sieht. Und ich habe halt das Gefühl, dass ich von Männern dann eben oft nur als das eine gesehen werde, halt eben als dieses Lustobjekt oder... Ja, ja. Und wie lange hat diese Beziehung gehalten, die übers Internet gelaufen ist? Die hat dann ein Jahr gehalten. Doch, also fast ein Jahr, ja. Ja, ja. Wir hatten uns dann lange eben nur geschrieben und er hat mich dann persönlich kennengelernt und ich sag mal meine inneren Werte dann gemocht. Und ja, dann haben wir uns erst getroffen, dann war er dann... Hattest du denn vorher auch kein Foto geschickt? Nein, nein, das wollte ich nicht. Also er hatte mich schon gefragt, aber ich wollte das nicht. Und war er dann sichtlich positiv überrascht? Er war dann positiv überrascht, ja. Ja, ja. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass, dass Menschen, die sehr schön sind, Frauen, die sehr schön sind, oftmals sehr einsam sind. Ja. Man denkt so von außen, boah, denen liegt die Welt zu Füßen, die können das jeden ist haben. Das nicht so. Aber das ist nicht so. Mm-mm. Und nur die sabbernden Männer zu sehen, die wirklich ja nur einen in die Kiste haben wollen. Und vielleicht trauen sich die guten Typen auch gar nicht an dich ran, ne? Das kann ja auch sein, weil die viel zu scheu sind, weil die denken, ach, die kriegt ja eh andere ab und ich habe da eh keine Schnitte bei der. Ja, ich weiß es nicht, aber ich bin dazu auch selbst noch ziemlich schüchtern. Also ich würde niemals auf irgendjemanden zugehen. Ich halte das für möglich, dass ein Typ, der wirklich ein toller Kerl ist, dass der sich nicht traut, an so eine Frau ranzugehen, die objektiv gesehen einfach super spektakulär gut aussieht. Insofern ist es dann eine tragische Sache. Eigentlich könntest du glücklich sein und dem Schicksal danken, dass du toll aussiehst. Nein, tue ich nicht. Im Gegenteil, ich hatte mir schon überlegt, ob ich nicht irgendwie zu einer OP gehe und mich jetzt nicht absolut hässlich mache, aber irgendwas verändere, weil ich mich so nicht mehr mag. Weil ich weiß, dass ich so nicht ankomme. Das ist aber wirklich jetzt sehr krass. Das habe ich noch nie gehört, dass jemand schön ist und sagt, ich will zu einem Schönheitschirurgen gehen, um mich ein bisschen hässlicher zu machen. Damit das alles nicht mehr ganz so eben aussieht, um einfach irgendwas nicht Schönes in das Gesicht zu bringen. Kannst du denn, ich meine, man kann doch auch viel machen durch Kleidung, durch Frisur, dass du vielleicht ein bisschen schlampiger aussiehst. Mal und ich schminke mich nicht. Also da bist du schon sehr runtergefahren. Selten, du britzelst dich nicht auf und wackelst dann durch die Stadt. Nein, und so. Gar nicht. Ich gehe auch nicht in Diskos, ich gehe nicht weg. Finde ich, also diese Überlegung musst du bremsen, finde ich, mit der Chirurgie.
das ist irgendwie, das widerstrebt mir wirklich zutiefst. Ja, war auch meine Frage, oder ja, was ist das mein Grund, warum ich angerufen habe? Ach so, das ist sogar der Grund, weswegen du angerufen hast. Mhm. Nee, also ich bin in Sachen Schönheitschirurgie ja wirklich sehr offen. Wenn jemand leidet, soll das machen. Und im umgekehrten Sinne. Mhm. Aber wenn man gut aussieht, finde ich, ist das fast schon, also ich bin kein religiöser Mensch, aber ich will mal diesen pathetischen Begriff benutzen. Ich finde, da versündigt man sich irgendwie an irgendwas. Wenn man gesund ist und gut aussieht, auch wenn man Probleme hat, damit will ich deine Probleme nicht runterspielen, wirklich nicht. Aber sich denn um das Messer zu legen, um sich, nee. Ja, es ist so utopisch, weil viele sich wünschen, so zu sein. Ja. Aber ich wünsche mir einfach nur ganz normal zu sein, einfach Durchschnitt. Da ist wirklich guter Rat ganz schwierig, glaube ich, ganz schwierig. Ja. Weil letztendlich alles darauf hinausläuft, dass du das, was die Frauen anbelangt, ertragen musst. Und was die Männer anbelangt, die Hoffnung nicht aufgeben solltest, dass du irgendwann vielleicht auch je älter du wirst. Dann dünnt sich das ja vielleicht ein bisschen aus mit den Hormonen, protzenden Jungs. Aber ich habe von vielen schon so ein perverses, krankes Bild. Mir ist das schon so oft passiert, dass die mir hinterhergelaufen sind, vor meiner Haustür gestanden haben. Mhm. Und einer stand da, glaube ich, 3 Monate lang. Also diese ganzen Anrufe. Mhm. Ja. Ja. Ich überlege jetzt gerade, was man da tun könnte, außer nichts zu tun. Die muss ja irgendwie geholfen werden. Da muss ja irgendwas geschehen. Aber vielleicht gibt es einfach auch Sachen, die man so hinnehmen muss, die man einfach akzeptieren muss, wie sie sind. Mhm. Und dass man einfach geduldiger sein muss. Und in deinem Fall brauchst du wahrscheinlich mehr Geduld, um in ein besseres Leben oder auch gute Leute kennenzulernen. Ich meine, du könntest ja zumindest bei dir anfangen. Du sagst, ich bin auch sehr schüchtern. Ich würde auch nicht auf einen Mann zugehen. Ja. Dass du diese Rolle mal verlässt und dich eben nicht von den oberflächlichen Mackern ansprechen lässt, die nur auf dein Äußeres aussehen, sondern dass du dir einen ausguckst. Sondern selbst hingehen. Ja, du gehst hin in der Diskothek oder wo, was immer du auch machst, und sprichst jemanden an. Sind die erstmal völlig von Socken? Mhm. Und es ermöglicht dir vielleicht den Zugang zu ganz anderen Schichten von Menschen und von Männern. Okay. Ist ja zumindest mal eine Überlegung. Mit den Frauen habe ich keine Idee. Ich glaube, das ist einfach so. Mhm. Vielleicht wird es auch besser, wie gesagt, im zunehmenden Alter. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist nur traurig, dass es so ist. Ja. Aber nicht zum Schönheitschirurgen gehen. Okay. Zum Hässlichkeitschirurgen hieß das bei mir. Ja, so ungefähr. Nein. Pack du das mal an mit den Männern. Okay, mache ich. Alles Gute. Gut, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema morgen heißt die größte Lüge zwischen mir und meinem Partner. Heute haben wir eine freie Themennacht und das heißt ja, ihr alteingesessenen Zuschauer und Zuhörer wisst das ja, da könnt ihr anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Ich sage das nur immer wieder und erkläre das auch, warum ich das immer wieder mal so sage, weil wir auch immer wieder neue Zuschauer und Zuhörer finden oder der eine oder andere beim Zappen hängen bleibt und die Sendung vorher noch nie gesehen hat. Und da muss ich das ja ein bisschen erklären, was hier abgeht mitten in der Nacht, in der tiefen Nacht, live im Radio und live im Fernsehen. Susanne, 21 Jahre alt. Halt, hier ist sie. Hallo. Hallo. Hallo Susanne. Um was geht's, Susanne? Ja, bei mir geht's darum, ich habe seit Geburt einen grünen Star. Mhm. Das ist eine schlimme Augenerkrankung? Ja, das ist eine schlimme Augenerkrankung, die zur Blindheit führt. Ja. Zwangsweise. Ja. Irgendwann. Und wie viel kannst du im Moment noch sehen? Ungefähr 10%. Das ist nicht viel. Sag mal so, damit wir uns das so ungefähr vorstellen können. Was bedeutet 10%? Kannst du nur alles verschwommen wahrnehmen oder? Also ohne Brille würde ich alles verschwommen wahrnehmen, aber dank der Brille, also ich habe ja auch oft schon deine Sendung geguckt, wir haben auch schon mal telefoniert. Mhm. Damals. Mhm. Erinnerst du dich? Ja, so ganz nicht, aber red mal weiter, vielleicht kommt's dann. Und wenn ich meinetwegen Fernsehen gucke, meinetwegen zum Beispiel Domian, die Sendung, kann ich normal gucken. Mhm. Aber wenn ich jetzt meinetwegen von der einen Straßenseite auf die andere gucke und mein Straßenschild lesen will, das geht nicht mehr. Also ich muss halt schon ziemlich nah rangehen, um es zu erkennen. Ja, und hier bei uns gibt es ja auch nicht viel zu sehen in dieser Fernsehsendung.
Das ist immer schlimmer geworden, je älter du geworden bist. Nee, es ist zum Glück gleich geblieben. Ich habe es seit Geburt an. Ach so, das ist gleich geblieben. Ist gleich geblieben, zum Glück. Toi, toi, toi. Und ja, ich hoffe nur, dass es auch gleich bleibt. Bloß die Ärzte sagen halt, es kann sein, dass ich jetzt mich ins Bett lege, schlafen gehe, morgen aufwache und alles zappeduster ist. Echt? So, so schlagartig? Ja. Es kann aber auch sein, dass ich meinetwegen, bis ich 50, 60 bin, sehen kann und die Blindheit halt nie eintrifft. Mhm. Und diese Ungewissheit, das ist einfach furchtbar. Man kann chirurgisch nichts machen. Nee, gar nichts. Gar nichts. Ich verwechsel auch mal grün und grauen. Ich glaube, den grauen Star kann man operieren, ne? Ja, mein Vater hat nämlich den grauen Star und ich habe den grünen Star. Ja, grün ist der viel schlimmere, ne? Ja. Man kann medikamentös auch nichts machen. Doch, medikamentös, also ich nehme Augentropfen zum Beta-Blocker, um halt die Blindheit aufzuhalten. Ach so, aber ach so. Halt ganz aufhalten lässt sie sich. Beta-Blocker klingt ja auch immer so ein bisschen schlimm. Haben die Nebenwirkungen für dich, unangenehme? Nee, also ich merke das nicht. Ich tropfe halt morgens und abends und... Ja? Ja. 21 Jahre alt. Da ja. Macht man ja 1000 Sachen und hat 1000 Pläne. Wie sieht das bei dir aus? Lebst du so das Leben eines, ich sage es mal, relativ normalen 21-Jährigen? Oder lebst du eher zurückgezogen? Also ich gehe nicht in Diskos, ich gehe nicht in Clubs. Erstens mal wegen, wegen Christiane F., wegen der von meiner Zoo. Ja? Deswegen, weil in Diskos auch sehr viel mit Drogen erstens ja. gehandelt wird. Und ja gut, man muss ja nicht mitmachen. Ja gut. Aber und sonst ist es mir da auch zu laut, von daher, also ich bin eher so ein, in Anführungszeichen, ruhiger Typ. Ich lebe auch gar nicht zurückgezogen, auch nicht, weil ich mich zurückziehen, also weil ich gezwungen bin, mich irgendwie zurückzuziehen, sondern... Aber nicht wegen der Krankheit? Nee, also wegen der Krankheit nicht. Ich habe auch einen Freund, der ist blind. Ach so, ja. Ich habe auch einen blinden Freund und... Ja. Aber das ist ja schon mal gut, das heißt, da ist eine Beziehung, du bist nicht so ganz alleine. Genau. Wie hast du den blinden Freund kennengelernt? Über eine Blindenschule, über die Johann-August-Zörne-Schule in Berlin. Ah ja. Und er hat da eine Ausbildung gemacht und ich war in der Berufsvorbereitung. Ja. Mittlerweile sind wir 4,5 Jahre zusammen. Wow, lange Zeit. Ja, auch verlobt. Ja, Gratulation. Was machst du denn vom Beruf mit deinen 21 Jahren? Also ich mache jetzt eine Ausbildung wieder zur Bürokraft. Mhm. Und ja. Macht dir Spaß? Jo. Ja. Aber das Problem ist, das habe ich gerade schon, glaube ich, so verstanden, die Angst, verständlicherweise hätte jeder von uns, irgendwann morgens aufzuwachen und es ist wirklich völlig dunkel alles. Ja. Nun bist du mit einem blinden Menschen zusammen und bist mit der Thematik ja sehr vertraut, gehe ich mal von aus. Und hast dich wegen deiner eigenen Krankheitsgeschichte ja wohl auch ausgiebig damit beschäftigt. Ich sage jetzt mal, ich meine das jetzt wirklich nicht irgendwie böse oder schlecht oder... Das weiß ich ja. Ja. Das wäre dann ja, ich sag's mit großer Vorsicht, ja nicht so schlimm wie für jemanden, der vielleicht, den das wirklich von heute auf morgen durch einen Unfall trifft oder so, weil du so vertraut damit bist, obwohl es natürlich schlimm genug ist. Also bitte verstehe mich nicht falsch. Aber da muss ich dir zum Teil widersprechen. Also es klar, es ist für jemanden, der voll gesehen hat und dann blind ist, ein größerer Schlag als jemand, der von Anfang an ein Zehntel davon gesehen hat. Dem Punkt gebe ich dir recht. Aber dennoch ist natürlich die Angst da. Ja. Ist eigentlich auch eine blöde Frage gewesen von dir gerade eigentlich, wenn ich es recht bedenke. Wie gehst du denn damit um, mit dieser Angst? Ist die sehr präsent? Ist die immer da? Oder vergisst du das auch schon mal so ein paar Wochen? Also ich lenke mich auch ab, indem ich gern auch singe. Mhm. Ich höre halt Musik und singe halt, um mir irgendwie die heile Welt, die leider nicht da ist, mir die irgendwie zu machen und einfach irgendwie aus meinen Gedanken zu fliehen. Was singst du? Kurze Nebenfrage. Deutsche Lieder, also Stefanie Hertel, Nicole. Mhm. Mhm. Also das ist dann so eine Schlagerwelt, die du dich da so ein bisschen reinflüchtest. Genau. Ja, ist ja nichts gegen einzuwenden, wenn man da Spaß dran hat. Und ich singe auch gerne Leuten was vor. Ich bin im Kinder- und Jugendzirkus, also im Jux-Zirkus in Berlin. Ja.
Und da singe ich auch ab und zu und die meinten immer, ja, bewerb dich doch mal bei der Schnellsinn. Ich wollte gerade sagen, mach doch da mal mit. Vielleicht wirst du dann ganz groß rauskommen. Nee, also du mir nachdem, jetzt nichts gegen die Superstars, aber nachdem so Leute wie Daniel Kübelböck an wirklich Superstars wurden, nee, also. Ist nicht dein Ding. Muss ja auch nicht sein. Also, nee, weil beruflich würde ich es nie machen. Ich mach's eher so in Anführungszeichen aus Spaß. Ja, also, das ist auch eine gute Einstellung und dann bleib auch dabei und dann ist auch alles in Ordnung. Vielleicht ist es, ich meine, das ist ja schon eine ganz gute Strategie. Also wichtig ist erstmal, dass du dich nicht hängen lässt. Du hast deinen Freund, du hast dein Leben, du machst bei dem Zirkus damit und so weiter. Vielleicht funktioniert es auch nur so, wenn du dich noch mehr dazu zwingst, du tust es ja offensichtlich schon, dass du, oder was heißt zwingen, dass du dich zu so einer Haltung vielleicht selbst überzeugst, dass du jeden Tag genießt, wo du sie sehen kannst. Auf jeden Fall. Und einfach mit einem Optimismus in die Zukunft zu gehen und dich nicht zu sehr von der Angst auffressen lässt, dass die Sehkraft dann am anderen Morgen weg sein könnte. Ist leicht gesagt, weiß ich, aber ich glaube, das ist so eine gute Haltung, wenn man das schafft, das so hinzukriegen. Also ich war auch schon oft in der Unsichtbar. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Nee. Die Unsichtbar, das ist ein Restaurant. Ach so, doch, natürlich. Ja, natürlich. Wo man im Dunkeln isst, ne? Es ist klasse. Ich war da schon ab und zu, halt auch durch meinen Freund, weil der halt da auch gekellnert hat. Und das ist wirklich auch gut. Das Essen ist ja auch gut, also man braucht jetzt keine Angst haben, irgendwie tote Ratten auf dem Teller zu haben. Ja, das ist schon kurios. Man sitzt in einem Lokal und es ist vollkommen dunkel und isst dann auch im Dunkeln. Mein Ding ist es nicht so, aber nicht so. Ich habe immer so ein bisschen misstrauisch, was die mir da auf den Teller tun und was ich dann. Aber da brauchst du echt keine Angst haben. Susanne, ich glaube wirklich, dass du hast ja eine ganz gute Lebenseinstellung, das merke ich ja so im Gespräch auch. Dass du einfach so weitermachen solltest. Und vielleicht wirst du 100 Jahre alt mit den 10% und dann wäre alles in Ordnung und dann wärst du ja auch froh. Ich glaube, das ist das beste Rezept, einfach viel zu unternehmen, singen, Freunde, Liebe und einfach froh sein über jeden Tag, der da ist und den man haben kann. Auf jeden Fall. Dann grüßt du ganz herzlich deinen Freund von mir. Mach ich. Und erinnerst du dich jetzt mittlerweile? Natürlich. Ich erinnere mich immer an alle Leute, die aus Berlin anrufen und du rufst ja auch aus Berlin an. Ja. Das ist ja meine Lieblingsstadt. Susanne, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Unser Thema morgen, die größte Lüge zwischen mir und meinem Partner. Das ist das Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr immer ja schon anrufen unter der bekannten Telefonnummer. Da sind die Leitungen geschaltet und um 1 geht es dann hier los, ungefähr um 1 im Radio oder im Fernsehen. Juliane, 26 Jahre. Ja, hallo. Hallo Juliane, dein Thema. Hallo Domian. Ich bin voll krank. Was bist und du? Ich bin voll krank und zwar, ich bin voll Opel infiziert. Du bist voll was infiziert? Ich bin Opel-Fanatikerin. Opel. Ach, Opel. Ja, Opel-Fanatikerin. Autofahren. Genau. Mensch, ich dachte, dass du eine schwere Krankheit hast. Nein, nicht so. Das war jetzt Spaß. Also, Julian ist eine Opel-Fanatikerin. Genau. Kadett, Astra, Manta, Vectra oder wie sie heißen. Genau. Warum bist du eine Opel-Fanatikerin? Ja, also das fing so an, 96 habe ich meinen Führerschein bekommen und da habe ich von meinen Eltern den Renault 5 bekommen. Der hat ein Jahr gehalten und dann fiel die Kiste auseinander. Ja, Probleme. Wie das bei Renault so ist. Nichts gegen Renault, es gibt auch gute Renault. Genau. Ja. Und dann bin ich halt mit meinem Vater nach Einbeck gefahren zu so einem Honda-Händler. Ja. Und da habe ich einen spektralblauen Astra S gesehen. Spektralblauen Astra. Wow. Und da habe ich gedacht, jetzt hat es mich gefasst. Jetzt hat es total eingeschlagen. Was ist denn spektralblau? Ist das ganz dunkelblau? Oder so silberblau oder wie? Das ist eine Mischung zwischen dunkelblau und dunkelgrün, so in der Art. Ach so, ja. So, dann habe ich einen Freund kennengelernt durch die beliebte Opel-Zeitschrift, die Flash. Ja. Dann bin ich nach Ulm gezogen. Ja. Und wie es der Zufall
wollte kurz vor Konstanz Motor schauen. Mit dem Spektral-Opel? Mit dem spektralblauen Opel. Ja, ja. Dann habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, habe gedacht, nein, das darf jetzt nicht sein. Also mit, das war quasi die erste Fahrt? Den hatte ich ein halbes Jahr, circa ein Jahr. Ach so, ja. Also, was hieß das? Also habe ich mich umgeguckt nach einem neuen Opel. Opel müsste es weiterhin sein, weil ich ja so in Opel verliebt bin. So, das musst du mir jetzt aber mal erklären. Du hast ja ein halbes Jahr deinen spektralfarbenen Opel gehabt. Richtig. Ein Astra. Genau. Eine junge Frau von 26 Jahren. Ja. Ist nach diesem halben Jahr völlig verknallt in die Marke Opel. Genau. Warum? Ja, warum? Also, ich will jetzt nicht alles auf die VW-Fahrer schieben, weil das sind unsere Erzfeinde. So. Wir können überhaupt nichts mit denen anfangen. Und ja, warum Opel? Also, ist die einzig wahre Marke, sage ich mal. Nein, warum? Opel hat ja eigentlich immer noch so ein Image, liebe Opel-Menschen, verzeiht es mir, so ein bisschen so ein Altherrenauto. Ja. Irgendwie, denen gelingt das nicht so richtig, davon wegzukommen. Bei mir ist das jedenfalls so. Warum war das für dich dann so das Nonplusultra, dieses Auto? Ah, warum? Ja, ich habe dann irgendwo, fuhr dann immer so Opel-Fahrer rum mit aufgemotzten Opels und dann habe ich gedacht, boah, was für eine Kiste. Ja. Und dann habe ich gedacht, das musst du dir irgendwie auch antun. Und da bin ich da auch automatisch mit reingeschlittert. Ja. Und dann bin ich von dem Tag an auch Opel-Fahrerin geworden, Opel-Fanatikerin. Dann habe ich auch. Ich merke schon, du kannst das gar nicht richtig erklären. Vielleicht kann man. Überhaupt nicht. Man kann es überhaupt nicht erklären. Was hast du denn im Moment für ein Opel? Ein Astra 16V. Astra 16V. Ja, also nachdem ich dann den alten weggetan habe, habe ich beim Opel-Händler in Herr Brechtingen, das ist ein Vorort von Heidenheim, diesen Astra S gesehen, tiefer gelegt, Scheibenwerferblenden, 205er Torios, Sportauspuff. Und damit bretterst du dann durch Süddeutschland, oder was? Wie bitte? Und damit bretterst du durch Süddeutschland? Ich brettere, also jetzt bin ich wieder umgezogen nach Hannover hoch, zu meinen Eltern. Ja. Aber ich bin auf Deutschlandstraßen unterwegs mit meinem Astra F. Welche Farbe hat der jetzt im Moment? Ananasgelb. Hast du Ich wollte eigentlich einen blauen, aber es gab keinen blau. Und dann hat der Opel-Händler gesagt, weißt du was, ich kenne dich jetzt schon so lange, ich mach dir einen Freundschaftspreis. Hey. Ich sag es, also jetzt wird es wahrscheinlich jeder hören, der hat mich damals 16.000 Mark gekostet. Ja. Und das hat mich ziemlich umgehauen. Und da habe ich gedacht, scheiß auf den Preis, ich nehme den Wagen, so wie er steht. Also D-Mark noch war das? In D-Mark. Das war noch D-Mark. Und ich fahre zu meinen Eltern hoch, Domian, und mein Vater schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, Tochter, was hast du da gemacht? Jetzt kommst du mit dem 16V an, 16.000 Mark. Ja, woher wusste der, dass der so teuer war oder nicht so teuer war? Hast du es vorher erzählt? Ich habe es meinem Vater Stück für Stück beigebracht. Ja, richtig. Hast du einen Freund? Nein, ich bin solo. Nein, du bist also, auch dein Herz gehört ja auch nur dem Opel. Oder hätte ein Mann da auch noch Platz? Ja, ich habe jetzt mein Auto umgebaut zum Zweisitzer, aber ich würde mich freuen, wenn sich ein Opel-Fahrer irgendwann zeigt und sagt, hier bin ich, ich teile mir mit dir mein Leben. Ja. Also ich wünsche mir natürlich von ganzem Herzen, dass ich irgendwann mal einen Opel-Fahrer kennenlerne. Aber das müsste doch einfach sein. Es gibt doch Clubs in Massen, ne? Opel-Clubs, Fan-Clubs und so, wo ihr euch dann... Massen. Und da trifft man sich... Ich habe noch keinen gefunden. Ah, das wird schon noch gehen. Ich hoffe mal. Das wäre natürlich das Optimalste, wenn du genauso einen Opel-Fan dann in deinem Zweisitzer neben dir hast und ihr dann beide über den Opel reden könntet. Ja. Wäre es denn auch möglich, wenn es ein Mensch wäre, der mit Opel nichts am Hut hat, ein Mann wäre, der mit Opel nichts am Hut hat, der gar ein VW-Fahrer ist? VW-Fahrer weniger, weil ich sag mal so, ich stehe voll auf Opel-Treffen, da sage ich dazu gleich. Ja. Weil ich fahre jedes Jahr auf Opel-Treffen und... Also ich höre schon, keine Schnitte. Also ein Golffahrer darf nicht sein. Aber ganz im Ernst, dürfte es jemand sein, der diese Leidenschaft nicht so teilt? Ging das? Es sollte schon einer sein, der das schon mit mir teilt. Also klare Richtlinie. Das muss geteilt werden, das muss aus der Opel-Liga muss es einer sein. Sollte es, ja. Weil ich tune ja auch an meinem Opel selber und schraube auch alles gerne, ich mache alles selber. Ja. Von Innenraum bis
außen, alles, was du dir vorstellen kannst. Wie war das denn? Du bist ja auch schon im stolzen Alter von 26. Die letzten Jahre so mit Männern? Also ich war jetzt bis Ende letzten Jahres im November, war ich 4 Jahre mit einem Opel-Fahrer. Ach so. Also verlobt. Ach so, dann kennst du es ja. Ja, ich kenne das. Ja. Und irgendwie ging das dann in die Brüche. Ja. Der hat dann eine neue kennengelernt. Ja. Von dem, wenn du sofort, nehmen wir mal an, da wäre jetzt ein toller Typ, der nur auch noch Opel-Fan ist oder so. Ja. Und eine Zauberfee käme zu dir und würde sagen, pass mal auf, liebe Juliane, das geht so nicht. Ich muss dir ein Ding wegnehmen. Entweder nehme ich dir jetzt dein Opel weg. Oder ich nehme dir den Mann weg. Für was würdest du dich entscheiden? Für den Opel oder für den Mann? Den Opel tue ich eigentlich ungern weg, aber vielleicht kann man ja was draus machen. Vielleicht kann ich dann sagen, gut, okay, tue ich mein Opel weg und nehme den Mann. Okay, das ist auch gemacht. Wenn der dann auch wieder ein Opel fährt, ist ja okay, ne? Dann kannst du dich ja von hinten so wieder reinschleichen in die Opel-Welt. Ja, darf ich noch mal die Nummer durchgeben? Nee, das darfst du nicht. Wir sind ja hier keine Vermittlungssendung. Ach so. Sollten sich aber nun ganz viele Menschen interessieren oder Männer interessieren, die können uns ja mailen und dann stellen wir schon den Kontakt her. Wir machen es aber nicht jetzt hier mitten in der Sendung. Okay? Ja, das wäre super. Dass euch vielleicht mal einer anmeldet und meldet. Und wenn ich jetzt demnächst ordentlich 90, 100 auf der Autobahn fahre, im Golf zum Beispiel, und neben mir brettert so ein ananasfarbener Astra vorbei. Und ich sehe nur noch quietschende Reifen und so. Das ist dann Juliane, ne? Das bin ich dann, das genau. Juliane, alles Gute und fahr vernünftig und auf das nichts passiert und kein Unfall passiert. Domian, ich danke dir. Tschüss. Jo, ciao. Claudia, 39. Guten Morgen. Guten Morgen. Das klingt aber, du hast wohl eine tiefe Stimme. Muss ich sagen. Ja, ich war als Kind im Stimmbruch, deswegen. Ach so. Ich hatte das gibt es auch bei Frauen. Das gibt es bei Frauen auch. Ja. Klar, ja. Hat der Arzt mal gesagt. Aber das ist nicht das Thema, die Stimme. Nee, weniger. Nö. Um was geht's denn, Claudia? Also das Thema ist eigentlich mein Lebensgefährte. Mhm. Der geht mir so tierisch auf den Keks. So. Wie lange bist du denn mit ihm zusammen schon? 2 Jahre jetzt. Ja, und warum geht er dir auf den Keks? Weil bei uns im Wohnzimmer steht der Computer. Ne? Also ihr wohnt zusammen? Ja, wir wohnen zusammen. Mhm. Und der Computer steht im Wohnzimmer und er sitzt ständig davor. Jedes Mal, wenn du ihn auf irgendetwas ansprechen willst, eine halbe Stunde später kommt dann die Antwort, hast mich mal was gefragt? Was macht er denn am Computer? Spielen. Mhm. Naja, also wenn er wirklich was Produktives machen würde, würde ich ja noch nicht mal was sagen. Ja. Aber nein, es sind dann, weißt du, so eine komischen Kriegsspiele, oder so eine Spiele, wo eine Kirmes aufgebaut wird. Ja, also er vertändelt seine Zeit. Ja, da genau. Geradezu. Ja? Wie viele Stunden am Tag sitzt er davor? 12. 12 Stunden am Tag? Das heißt, er hat keine Arbeit? Nee, im Moment nicht. 12 Stunden am Tag vor dem PC? Ja. Hast du eine Arbeit oder bist du auch den ganzen Tag zu Hause? Ich habe die ganze Zeit gearbeitet jetzt. Ich habe jetzt im Moment einen Krankenschein. Mhm. Und weißt du, du gehst morgens aus dem Haus. Mhm. Gut, dann schläft er noch. Mhm. Weißt du, du kommst nachmittags, kommst wieder. Schläft er nicht mehr oder sitzt vor dem PC? Nee, dann 4:15 oder 4:30, wenn ich dann wiederkomme. Ne, dann sitzt er dann davor. Mhm. Der Haushalt sieht aus wie ein Schlachtfeld. Mhm. Eigentlich hätte er sich drum kümmern müssen, wenn du unterwegs bist. Denke ich mir mal. Ja, er könnte einkaufen. Ich bringe doch das Geld rein. Ja, ne? Natürlich. Darum geht es ja auch noch. Ist das, wenn ich dann irgendwas sage, bin ich immer das Böse. Ist das das Hauptproblem, über das du auch reden wolltest, dass er diesbezüglich sich so gehen lässt und eigentlich nur von dem PC hängt? Oder gibt es in dieser, gibt es da noch andere Probleme zwischen euch? Nee, also so eigentlich weniger. Mhm. Aber du fühlst dich da schon ziemlich an den Rand gedrängt und auch irgendwie nicht so beachtet, ne? Ja, mitunter. Ja, könnte ich mir vorstellen. Wenn ich mit weil er so sieht mich, weißt du, da fahre ich zum Beispiel mit meiner Mutter zur Stadt. Das war so nachmittags um 2. Mhm.
Da komme ich abends um 6 Uhr wieder. Mhm. Da hat er noch nicht mal gemerkt, dass ich weg war. Weil das kann es doch irgendwo nicht sein, oder? Ja, aber haust du denn da nicht mal auf den Tisch und sagst das mal auf, Junge, so nicht? So, da habe ich keinen Bock das drauf. Das tue ich jedes Mal. Aber jedes Mal sagt er dann zu mir, ich bin die Böse. Ich würde ihn immer nur anschreien. Weißt du? Gibt es denn in dieser Beziehung, die dann offensichtlich nur noch aus Ignorieren besteht oder hauptsächlich Ignorieren, noch Zärtlichkeiten? Doch, die gibt es ja. Die gibt es. Mhm. Die gibt es, also das ist kein Problem. Dafür geht er auch vom Computer weg. Achso, damit kannst du noch locken. Ja, sexuell geht es auch. Das geht noch. Das geht alles. Und so ist das sonntags? Macht er auch mal irgendwie mal einen schönen Ausflug oder geht mal raus? Oder will er immer vor dem Ding? Gar nicht. Gar nicht? Nein. Das heißt, du bist dann gezwungen, auch bei schönem Wetter oder so, wenn man was unternehmen könnte, dann auch zu Hause zu sitzen, weil der Herr Computer spielen muss. Ja, mitunter. Mhm. Wird mir bis hier stehen, auf die Dauer. Was meinst du, was mir steht? Ja. Wie lange geht denn das jetzt schon so? Ihr seid 2 Jahre zusammen, sagst du? Und wie lange macht ihr das jetzt mit dem... Eigentlich so das letzte halbe Jahr ist ganz heftig. Wie kommt das? Hast du eine Erklärung, warum es gerade im letzten halben Jahr so stark geworden ist? Ja, ich weiß es nicht. Also, da hat man mit jemandem zusammen gewohnt, sagte mir dann auch, oh ja, da sitzt doch nur davor. Mhm. Weißt du, er hat seine Arbeit verloren. Mhm. Ne? Ich meine, okay, da habe ich Verständnis dafür. Also er hat sie auch vor einem halben Jahr verloren? Oder schon länger? Nee, vor 3 Monaten. Also, ja, gut, dann kann es natürlich also, zusammenhang gehen. Ja, sagen wir mal, 3 Monate ist es heftig. Mhm. Ne? Mhm. Also, wo er noch gearbeitet hat. War also wirklich nur am Wochenende, wenn überhaupt mal am Computer. Ne? Verstehe, also da ist es ja ganz eindeutig jetzt, dass es da einen Zusammenhang gibt, dass er vielleicht auch gefrustet ist und, ich weiß. Und bemüht er sich denn, um dass er wieder aus dem Job... Er möchte sich jetzt selbstständig machen. Ja, das geht aber nicht, wenn man 2 Stunden am PC hängt. Das ist viel Arbeit, das vorzubereiten. Ich weiß. Mhm. Vor allen Dingen braucht man auch Geld. Siehst du das denn realistisch mit dem Selbstständigmachen? Weniger. Mhm. Weil ich habe da Angst vor. Mhm. Ja? Andererseits ist es natürlich, wenn es irgendwie geht, würde ich sagen, ja immer riskieren. Besser es ausprobieren und dann auch verlieren, als nur abzuhängen und dann so zu leben, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, Domian, du musst aber bitte bedenken, es kommen Kosten auf einen. Ja, ja, natürlich. Ja, ja? Ja, ja. Und wir haben Miete, wir haben Strom, wir haben Telefon. Also was will er sich denn selbstständig machen? So, und jetzt noch dann einen Laden mieten. Mhm. Ich habe da schon unheimlich Angst vor. Ne? Was will er machen? Er, der ist Elektriker und hier so, ich meine, und in seinem Beruf ist er wirklich gut. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so als Handwerker hat man doch eigentlich immer ganz gute Chancen, viel zu arbeiten. Irgendwie. Ja, aber er ist jetzt 46 und weiß ich nicht. Mhm. Ja, und gut, das können wir jetzt nicht klären von hier aus. Nee, schon klar. Aber was ich finde, dass du ihn da schon Druck machen solltest, dass er beruflich wie auch immer irgendetwas tun sollte. Ich kann das nicht beurteilen, wie riskant das ist. Im Prinzip finde ich das ja mutig, wenn er mit 46 sagt, ich mache mich jetzt selbstständig. Nein, das ist auch wirklich mutig. Finde ich eigentlich da ganz gut. Da sage ich auch in 1000 Jahren nichts dazu. Ja. Aber die Kosten, die dann auf einen zukommen. Mhm. Weißt du, wir haben eh schon so viel Miete. Lasst euch so da doch mal richtig gut beraten. Und wenn das Risiko nicht zu sehr hoch ist, dann lass ihn das machen. Dann hast du ihn auch weg von dem PC. Ja, das stimmt. Das wird ihm Auftrieb geben und euch letztendlich in eurer Beziehung auch wieder. Weil ich liebe ihn und ich gönne es ihm auch wirklich. Mhm. Weil er wünscht sich das wirklich ungemein, ne? Ja. Dass er das machen kann. Ja. Also, wie gesagt, ich kann nicht beurteilen, ob das klug ist, das zu tun. Ich würde nur, ich sag nur mal so als allgemeine Regel, dass man das Risiko schon ausreizen sollte, an die Ränder gehen. Weil das ist eine tolle Sache, wenn man das dann schafft. Mhm. So. Und ansonsten, wenn... Ich bin auch tierisch stolz. Ja, und wenn das nicht klappt, dann müsst ihr beide gemeinsam und du musst ihm mehr Druck machen, dass er von dem Ding wegkommt, weil das frustet noch viel mehr. Wenn man 12 Stunden vor dem PC da sitzt, ist es die Hölle letztendlich für die Psyche. Ja. Ja? Für ihn und für mich auch. Und aber vielleicht klappt das mit dem Selbstständigmachen doch. Vielleicht ist das der Weg. Ja, ich hoffe. Aber der Strom, ich weiß. Weil ich wünsch ihm das wirklich. Und als Elektriker, ich meine,
man hat so viele Möglichkeiten. Klar. Elektroherde reparieren, Waschmaschinen. Wir können 100 Sachen aufzählen, genau. Und. Na. Ja? Also, ich drücke die Daumen. Ja. Und du bestellst schöne Grüße, Claudia. Okay, alles klar. Alles Gute. Tschüss. Peter, 37 Jahre alt. Hallo. Hallo? Ja, hallo Peter. Ja, 57. 57? Ja, richtig. Jetzt habe ich einen jungen Spund aus dir gemacht. Ja, das ist doch nicht verkehrt. Okay, ich sehe, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, passe ich mich kurz. Ja. Und zwar, ich habe vorhin im Februar eine tolle Frau kennengelernt. Ich bin als alleinerziehender Vater seit 1998. Ja. 14-jährigen Sohn und so weiter. Arbeite in deiner Heimatstadt, übrigens gerade nur am Rande. In Gummersbach. Ich bringe den Leuten das Autofahren bei. Aha, ein Fahrjahr. Dadurch kenne ich ja alle Ecken da auch. Ja. Na, hat aber hier mit nichts zu tun. Hat die Frau kennengelernt und dann hat eingeschlagen wie Blitz bei ihr und bei mir auch. Mhm. Alles wunderbar, toll. Die erste Zeit, die erste halbe Jahr bis Dezember, wunderbar, toll. Sie wohnte noch bei ihrem Mann, war verheiratet. Ich wollte die Beziehung erst gar nicht anfangen. Sagt sie, warte, lass sie erklären und so weiter. Und er sagt mir, sie wollte sich von ihrem Mann trennen. Hast du sie bei der Arbeit kennengelernt? Nein, nein. Ach, das ich hätte schon das... Da renne ich nämlich noch hin. Also, ich dachte, du hättest ihr Autofahren beigebracht. Nee. Gut. Gut, auf jeden Fall, das war es also. Wir haben dann richtig tolle Sache, also wie 18 Jahre hat das gelaufen, richtig wild alles im Auto und also tolle Sache, war richtig super toll mit allem. Sex, alles wunderbar und prima. Naja, und ab Dezember sagt sie, ich habe eine neue Wohnung, sie sucht dann dran, hat sie mir vorher schon gesagt. Ja. Und hat jetzt eine neue Wohnung, habe ich sie da finanziell ziemlich unterstützt mit 1.000 Talern halt, also sie hat eine Einbauküche, die hätte sie gerne gehabt, aber ich sagte, komm, da wäre schade, ich reiß mal nicht raus. Komm Mädchen, kriegst du von mir. Ja, genau, habe ich also einen Kredit für sie aufgenommen. Ja. Den zahle ich jetzt auch noch ab, aber ich meine, das ist nicht das Schlimmste. Erstmal habe ich auch so noch Geld gegeben, habe mein Motorrad verkauft, weil ich habe keine Zeit zum Fahren. Nein, ist so, aber seit Dezember läuft da fast nichts mehr. Seit sie eine Wohnung hat, sie hat jetzt aus ihrer letzten Ehe, sie war zweimal verheiratet, aus der letzten Ehe ein 8-jähriges Mädchen. Ja. Dann hat sie noch eine 16- und eine 20-jährige Tochter, die 20-jährige will demnächst studieren, die ist dann aus dem Haus. Und aber die 8-Jährige, immer ist sie dabei, beziehungsweise die schiebt sie immer vor, ja, ich weiß nicht, wo ich die hintun soll, Und wenn ich zu ihr komme, dann sitze ich da, kriege ein Glas Wein vorgesetzt, dann sitze ich ganz da und gucke ihr sonntags ein ganzes Tag Hausarbeit zu. Abends beim Weggehen, Küsschen auf der Wange oder auf dem Mundkalle und dann war es das. Ja. Ist also soweit, dass also am 14. Februar dieses Jahr das letzte Mal was passiert ist. Und so war das auch dieses ganze Jahr schon alle 3 Monate mal. War irgendwie mal gerade mal möglich, dass irgendwie hast mal... Hast du sie gefragt? Was ist, ich sagte, wo soll ich die Kleine hin tun? Wo soll ich die Kleine hin tun? Und so weiter und so weiter. Das ist doch Quatsch. Ja, habe ich ja auch gesagt. Jetzt hatte ich am Freitag, habe ich mir einen richtig Zoffi gehabt, ich wollte die Sache beenden. Ich sage, so geht das nicht mehr. Sag ich, wir haben eine Beziehung eigentlich mit einer Frau, plane ich eigentlich, damit ich nicht darunter leide, sondern ich glücklich bin. Sag ich, bin total unglücklich, dass ich gehe kaputt darunter und den Ganzen. Ja, es ist auch kein Zustand, weil das nicht geklärt ist. Was sagt sie darauf? Was soll ich dir sagen? Wo soll ich das Kind hin tun? Mein Mann, der ist nicht bereit, das zu nehmen, die Kinder. Also es geht immer, also sie schiebt immer das Kind vor. Ja, jetzt immer das Kind. Und als du ihr Schluss machen wolltest, wie hat sie darauf reagiert? Ja, jetzt bin ich der Böse. Ach, jetzt bist du der Böse. Jetzt ist ein ziemlich gekühltes Verhältnis. Das heißt, ich wäre so keine Bagatelle, weil ich da gebracht hätte. Da kam nämlich natürlich einiges zusammen. Fühlst du dich so ein bisschen finanziell da auch ausgenutzt? Ja, ich meine, ich habe ihr das Geld geliehen, das will sie mir irgendwann mal wiedergeben. So insgesamt, um wie viel Geld geht's da? Da so um 2000 Euro. So. Naja, gut, das ist ja auch. Ja, ich meine, das ist nicht so deutsch. Ich bin nur Angestellter und dadurch da verdient man zwar auch nicht so reichlich. Ach so, ja. Na gut, aber... Es ist noch verkraftbar. Ich dachte, es wäre noch eine größere Summe insgesamt. Nee, aber ist für mich schon ganz schön. Aber es klingt nicht gut. Peter, es klingt wirklich, als würde sie dich irgendwie hinhalten. Mit dem Kind, das ist natürlich völliger Unsinn. Wenn, wo ein Wille ist, ist ein Weg, ne? Habe ich auch gesagt. Aber ich dachte, ein bisschen anders formuliert, wo ein Wille ist, ein Gebüsch, so kenne ich das gerade, sagt man hier bei uns, ne? Ja. Und aber von ihr Seite, ja, wie soll ich, was erwartest du von mir? Gib mir Zeit. Und das ist jetzt mittlerweile schon 10 Monate her. Aber weißt du, auch das ist nur so ein Spruch, gib mir Zeit. Für was? Sie will irgendwann ihrem Kind das sagen, was da ist, aber sie hat gesagt, das Kind hat dann Verlustängste. Ich dachte, da kannst du dir erklären, dass du auch für 2 die Liebe reicht. Das ist doch kein Thema. Sie wird das auch verstehen, sag ich. Und ob sie dir jetzt oder 2 oder 3 Monate später sagst, sie kommt auf dasselbe raus. Ja. So bleibt auf das Gleiche hängen. Ne? Ach so, sie schiebt vor, dass sie Angst hat, dass das Kind leidet, eventuell, wenn es weiß, dass du der Freund bist. Ja, ich bin nur ein guter Bekannter da. Ne? Ja. Und dadurch ist dann auch ziemlich selten, sie kommt so gut wie fast nie zu mir, hat kaum Zeit und wenn, hat das Kind dabei und dann läuft natürlich nichts. Also ich halte das wirklich für vorgeschoben und da sind irgendwelche anderen Sachen im Hintergrund. Vermutlich will sie einfach nichts, wahrscheinlich ist es ausgebrannt, die will nichts mehr von dir, vermutlich. Ja, aber so, ich weiß nicht aus welchem Grund, es war nie was gewesen, auf einmal plötzlich. Ja, du guckst in die Leute nicht rein, aber das Verhalten zeigt das ja, dass sie nur wirklich nicht will, wenn sie würde wollen.
dann hätte sie irgendwas etwas unternommen. Spätestens nachdem du angedroht hast, dass es vorbei ist. Dann hätte sie ja kapiert, wie ernst es ist. Dann ist es sogar noch beleidigt. Ich würde erstmal die Finger von der Frau lassen, Peter. Du kannst ja auch nicht den Mackester mit dir machen lassen, bis zum geht nicht mehr. Nur das ist die Frau ist mir nicht egal, dann ist es halt, denkt sie mich nicht. Ja, das ist das Schlimme, das ist das Traurige daran. Ich würde erstmal zurückgehen. Vielleicht wird sie dann wach, wenn da noch ein bisschen was ist. Wir müssen Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Ja. Okay. Schöne Grüße nach Gummersbach. Jo. Tschüss. Gut. Tschüss. In der Technik, Gundel Blendin. Morgen heißt unser Thema die größte Lüge zwischen mir und meinem Partner. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss. Bis morgen.